Dieses Airbrush-Video ist ein kleines Osterspezial. Hierbei geht es um einen Pinguin, der auf ein Osterei trifft. Und anschließend werde ich in dieses Bild einige Sprechblasen hier einsetzen. Die werde ich aber nicht einbrushen, sondern später die Sprüche auf Papier ausdrucken und dann hier einkleben. Also die ganze Vorzeichnung habe ich mir auf ein DIN A4 Blatt erstellt. Das Ganze jetzt mit Maskierfolie beklebt und anschließend alles geschnitten. Und jetzt fange ich an, mit den dunklen Teilen des Pinguins zu brushen. Die Maskierfolie habe ich hier abgenommen, habe sie zurückgeklappt und schütze sie hier mit etwas von dem Trägerpapier von der Airbrush-Folie. Und jetzt fange ich an, den Kopf des Pinguins in Schwarz zu brushen. Das Ganze baue ich wieder in dünnen Schichten auf. Das gebrushte Teil habe ich wieder zurückmaskiert und jetzt brushe ich eine weitere Stelle bei dem Finger in die schwarze. Ein Teil des Flügels habe ich jetzt auch demaskiert und da soll die Vorderkante des Flügels etwas schwarz werden. Dabei brasche ich vorsichtig hier am Rand entlang. Die Vorderseite von dem Flügel hatte ich dann fertig gebrascht und jetzt wieder maskiert. Und jetzt brasche ich einen Teil von der Rückseite. Das mache ich auch erstmal in Schwarz, weil der hinterste Teil ist etwas dunkler und das andere wird dann nachher in Grau gebrusht. Das lege ich jetzt auch erstmal nur etwas dünn vor, weil dunkler brushen kann ich nachher immer noch. Hier sieht man die Teildemaskierung, das kann ich jetzt in einem Stück nicht ganz zurückmaskieren, weil der Flügel nur bis hierhin geht. Jetzt muss ich das von da aus zurückmaskieren. Jetzt habe ich dann doch hier alles demaskieren müssen, weil wie gesagt diese Schablone in Maskierfolie in einem Stück ist und ich wollte die jetzt nicht auseinanderschneiden. Aber es geht auch so. Jetzt habe ich mir eine Mischung aus Schwarz und Blau gemischt. Das gibt einen Grauton. Jetzt übertrage ich das Ganze hier. Acht geben muss ich nachher, dass man den Flügel hier vom Rücken unterscheiden kann. Dafür habe ich mit dem Bleistift nochmal die Linie nachgezogen und diese wird nachher mit etwas Weiß entweder abgesetzt oder ausradiert, je nachdem. Dieser Karton ist nicht unbedingt prädestiniert zum Radieren, weil es ja ein einfacher Fotokarton ist und kein hochwertiger Airbrush-Karton. Deswegen werde ich es, wenn ich es nicht radieren kann, mit Weiß und einem Pinsel etwas rausholen.
So, den Grauton werde ich jetzt noch weiter ausgestalten und dann schauen wir mal weiter. Die Farbe habe ich jetzt erstmal so weit aufgetragen. Farbliche Korrekturen sind auch möglich. Und jetzt hole ich erstmal die Hinterkante von dem Flügel raus. Das mache ich hier mit dem Elektroradierer. Die Rückseite vom Pinguin ist erstmal soweit fertiggestellt. Das habe ich jetzt alles wieder zurückmaskiert. Und jetzt kommt ein bisschen Farbe ins Spiel, da es sich hier um einen Königspinguin handelt. Brauche ich entsprechend die Farben mit rein. Das sind Rot-Orange-Töne. Die auch ganz vorsichtig Stück für Stück auftragen, nie versuchen, das alles auf einmal zu brushen. Wenn man merkt, man hat zu viel gebrusht, einfach nur mit Luft ein bisschen trocknen. Wie viel Farbe man jetzt aufgebracht hat, sieht man eigentlich erst genau, wenn man die Folie zurücknimmt. Also hier ist immer Vorsicht geboten von der Stärke des Auftrags. Hier habe ich noch einen Tipp, wenn man etwas gebrusht hat, wie zum Beispiel hier das am Schnabel und die Farbe war jetzt nicht intensiv genug. In dem Fall nehme ich ganz einfach Magenta, verdünne mir das, also einen Tropfen, und brasche mit diesem Magenta nochmal drüber und dadurch wird die Farbe verstärkt. Genauso hier. Normalerweise sieht man ja bei einem Pinguin die Augen so gut wie nicht, aber da es sich hier um einen Cartoon handelt, brushe ich dem Pinguin ein Auge. Das mache ich mit einer Lochschablone und alle anderen Löcher hier rum habe ich mit Maskierfolie abgedeckt und nur dieses Loch dann freigelegt. Und in vorsichtigen Farbstößen brasche ich jetzt das Auge, erst das Weiße vom Auge und anschließend nachher das Dunkle und die Pupille. Aber wie gesagt, das Ganze muss man in
sehr vorsichtig in Farbstößen machen, damit man nicht zu viel Farbe aufbrascht oder die Farbe auch noch unter die Schablone brascht, durch den Luftdruck eben. Ich trockne ganz einfach zwischendurch immer wieder das, was ich aufgebrascht habe, einfach mit dem Luftstrom. Das Weiß im Auge habe ich jetzt gebrascht. Jetzt habe ich die Schablone dieses alte Loch wieder überklebt und bin ein Loch weitergegangen und brauche jetzt das Schwarze im Auge und anschließend dann die Pupille in hell und dann mal schauen, wie das Ganze wirkt. Das Auge ist jetzt fertig gebrusht und im nächsten Schritt brusche ich dann das äußere. Im nächsten Arbeitsschritt brusche ich jetzt das Osterei in einem Gelbton. Das ist also kein reines Gelb, das habe ich mit einem Tropfen Magenta auf 30 Tropfen Gelb zusammengemischt. Dadurch bekommt das Ei einen etwas satteren Farbton. So, im nächsten Schritt kommt jetzt noch eine zweite Farbe ins Spiel, und zwar ein Grünton mit Luffa. Das ist eine Unterwasserseegurke. Werde ich dem Ei etwas moderne Struktur aufbauen, damit das ganz nicht so eintönig aussieht. Der Nachteil bei diesem Luffer ist jetzt, man kann das nicht genau kontrollieren. Oder es ist schwierig zu kontrollieren, wie viel von der Farbe jetzt schon durch diese Struktur hindurchgedrungen ist. Also man kann es eigentlich nur erahnen. Man muss das öfters kontrollieren, dass man nicht zu viel aufbrusht. Nach mehrfachem Brushen an unterschiedlichen Stellen von dieser Luffa hat sich dann diese Struktur ergeben. So richtig zufrieden bin ich jetzt nicht damit. Aber jetzt mir eingefallen, ich könnte ja das Ei ein bisschen sprenkeln. Das peppt das ganze Fleisch noch etwas auf. Also immer Hebel durchziehen, loslassen, draufdrücken. So soll es gut sein, man darf das natürlich auch nicht übertreiben. So sieht das Ei jetzt erstmal aus und damit es etwas platt wirkt, werde ich versuchen mit etwas Granulat. Radiergranulat ist das, das habe ich mir selbst angefertigt. Werde ich jetzt versuchen, die Oberseite etwas aufzuhellen. Damit radiert man einfach mit dem Finger über die gewünschten Stellen. Es ist etwas mühsam und erfordert etwas Ausdauer. Unter das Ei brauche ich jetzt noch einen Schatten. Das mache ich, indem ich die Negativschablone hier von diesem Ei auf das Ei drauflege. Das Ganze fixiere ich mir mit einem Magnet. Mein Tisch ist ja magnetisch. Und dann brauche ich vorsichtig hier um den Rand des Eis herum. Damit entsteht dieser Schatten.
Das kann man auch in dem Video von mir sehen, wo ich die Tropfenbranche. Somit ist das Motiv jetzt erstmal fertig. Und jetzt geht es natürlich darum, diese Sprüche hier anzufügen. Entweder mache ich das am Rechner oder ich mache es hier auf dem Karton. Das muss ich mal sehen, wie das am besten funktioniert. Also dranbleiben bei dem Video. So sieht das vorläufig fertige Bild erstmal aus. Ist denn schon wieder Ostern? War ich das etwa? Also ein modernes Zeug heutzutage. Und drei Fragezeichen. Ich war das nicht. Keine Ahnung. Was soll ich dazu nur sagen? Sachen gibt es. Ach du dickes Ei.